aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich verspreche es ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Was soll ich dann machen? Überraschung! Huch! Huch? Fingerfood. Erstmal das Klauen. Und dann. Ich will nicht. Ach, Manu. Und dann reden wir mit dir. Petra. Tja. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Petra! Ich bin ein P. Nee. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Petra? Hallo Etra. Was treibst was du denn hier? Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Die ist komisch. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese traurig? Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so. Da ganz alleine. Halt immer brav rausspringt aus dem Luca-Bäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie die Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bowle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere. Aber dass Edna sie partout nicht leiden kann, das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht es halt eigentlich nur noch interessanter. Coole Sache. Also wir wurden jetzt eben schön von Poki gespoilert. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich verspreche es ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Ja, mit der Bar. Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Wie wär's mit dem Kaffee? Oh, nein! Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden. Hm? Es waren Schauspieler.
Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Okay. Sie sind nie wieder raus. Wie wär's mit dem Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. Oh. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Dröggelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Ja. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Ich glaube, es schaltet sich automatisch aus. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber. Oh, ist richtig angepisst. Ich überlege gerade, wo wir jetzt hingehen. Jetzt sprechen wir noch den Bienenmann auf. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Achso, ist irgendwas. Ich rede nicht. Dann schwing. Müssen wir mit Peter reden? Vielleicht sind jetzt auch neue Dialoge freigeschaltet, wie beim anderen. Na, du? Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Bei mir auch, ja. Naja, ein bisschen okay. Doll. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen macht. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Edna. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Geile Stelle. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet, sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet, bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Puff! Einfach nur wahr. Was ich damit sagen... Ja. Fahren verloren. Ich glaube, das ist einfach. Danke für. Nicht der Rede. Einfach mal ganz direkt. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Ich lass dich wohl lieber okay, allein in deinem Elend. Tja, tricky. Warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft... Tja. Cocktailkarte, können wir uns mal angucken. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Barmann, einen Drink bitte. Der dulde dich einer. Aber der hat doch bereits einen... Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Barmann, einen Drink... Der Aber der... Sag mir... Na, du... Kennst du... Es gibt Kat nicht aus die... Ich könnte... Verschlimmer... Immerhin... Ich gehe jetzt mal alles schnell durch, vielleicht... Weil die sind alles so... Immerhin negativ, sag ich mal. Also, das ist echt ein bisschen krass. Der Mann ist etwa in deinem Alter, sagt der Arzt. Peter, du machst es nicht mehr lange. Mein Gott. Ich, oh.
Ich geb du. Ich muss auch aufgeben, wenn sie so viel. Ich lasse. Das wäre es hier. Das ist gerade ein bisschen komisch. Ich glaube, wir müssen noch irgendwo anders hin. Das wäre vielleicht was. Ja, alles. Was ist hier noch? Können wir eigentlich irgendwas mit der Schere machen? Lol. Trogelbecher geht, glaube ich, nichts, oder? Trogelbecher! Na gut. Ich muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Das ist schade. Da bin ich wieder. Was führt dich diesmal zum... Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das den Kleider zum ein... Zum ein. Ich muss leider... Das ist komisch. Jetzt habe ich gerade so eine Stelle... Weiß nicht. Oh, lol. Wo ich jetzt gerade nicht weiß, er weiß. Komm ich da runter? Schloss ist. Ja, ist natürlich zugeschlossen. Gab's hier nicht noch irgendwie so einen Weg raus? Wir waren doch mal unten. Nur mal von Typen angebrüllt, warte mal. Hä? Geht nur da lang, hä? Was? Okay, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ich kann es bestimmt irgendwo. Ich geh hier rein. So, hier lang? Nicht hin. Oh, mein Kopf. Was mit Börsen-News? No, oh, ja, eine Pflanze. Wie kommen wir da nochmal runter? Da ist Tür. Guten Tag. Die Fahrscheine bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Okay. Wieso brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Vielleicht wäre der Mann weg. Was? Du meinst, das ist doch. Sonst komme ich gleich rüber und dann hau ich Arschgranate. What the fuck? Guten Tag. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Warte.